Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ein Pkw in der Waldhornstraße in Mannheim-Neckarau in Brand, welcher auf einen weiteren Pkw übergriff. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der auf der Straße geparkte Smart bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden, am Pkw entstand jedoch Totalschaden. Ein davor geparkter Fiat sowie das Anwesen, vor welchem die beiden Autos parkten, wurden ebenfalls durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Ob es sich um Brandstiftung gehandelt hat, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Aufgrund von falsch geparkten Autos musste die Feuerwehr mehrfach rangieren, um an den Brandort zu gelangen. Die Fahrzeuge wurden durch die eingesetzten Polizeibeamte beanstandet. Ob es sich um Brandstiftung gehandelt hat, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei.